dann kann man getrost Aufführungen frei machen, weil die Gefahr des Regens nicht so groß ist wie in Europa, wo ja schon Max Reinhardt gesagt hat, man sollte nördlich von Verona keine freien Festspiele machen. Aber dort konnten wir es tun und so postierte ich jeden Weihnachtsabend bis zu 5000 Sängern auf den mächtigen Stufen der Kathedrale von Montevideo. Und dann sangen wir Weihnachtslieder. Weihnachtslieder, die ich alle in Spanisch übersetzt hatte. Vieles davon, was für uns selbstverständlich ist. Stille Nacht, Heilige Nacht, selbstverständlich, Unfröhliche. Alle diese Lieder, die bei uns Tradition sind und die dort noch fast niemand kannte und die heute auch jetzt dort schon seit Jahrzehnten gesungen werden. Und da bat ich ihn, ob er mir nicht einmal ein zusammenhängendes Werk schreiben würde. Das war für ihn keine leichte Aufgabe, denn er ist gar kein Komponist im Sinne unserer Komponisten gewesen, sondern ein Mann, der mit der Gitarre oder auf dem Klavier Volksmusik spielte. Und zwar die Folklore seiner Heimat oder weiter über seine Heimat hinaus, der anderen südamerikanischen Länder. Da sagte ich, er kann ruhig gerne Weihnachtsgeschichte mit folkloristischer Musik machen. Und da rief er mich gleich am nächsten Tag an und sagte, er habe die ganze Nacht komponiert, weil ihm das so Spaß mache und er habe bald fertig eine Weihnachtskantate. Das ist die Weihnachtskantate, die Sie heute hören werden, die ich vor etwa 10 oder 12 Jahren, ich weiß nicht mehr genau, zum ersten Mal ins Deutsche übersetzt hier in Europa aufführte. Und die nun alle Jahre, seit diesen 12 oder 11 Jahren, in mehreren Orten aufgeführt wird. In der ganzen Schweiz, jetzt neuerdings auch in den anderen deutschsprachigen Ländern. Es ist das, und ich darum muss ich Sie bitten, erwarten Sie, die das Werk nicht kennen, nicht eine übliche Weihnachtsmusik in unserem Sinn. Keine andächtige Weihnacht. Dabei ist das tief andächtig. Kein verhaltenes Werk der Innenschau eines Menschen, der an dem Tag besinnlich zurückdenkt auf ein vergangenes Jahr, sondern ein fröhliches Weihnachtsfest. Als ich mit ihm dann darüber sprach, kam aus einer Wertwürgerei, der ein bescheidener Mann war, der niemals daran glaubte, dass etwas von ihm über die Welt gehen könnte. Als ich mit ihm darüber sprach, sagte er mir ganz naiv, sagte er, gibt es denn einen größeren Freudentag als den 24. Dezember, die Geburt Jesus? Das ist, wenn der Erlöser geboren wird, muss sich doch die Menschheit freuen, muss jubeln. Und das ist in dem Werk drin. Es ist ein gläubiges Werk. Jeder von Ihnen wird es spüren, nicht nur in den Worten der Heiligen Schrift, die Sie heute ja dazu gelesen bekommen werden, sondern es ist ein tiefgläubiges Werk in jeder Note, die dieser Mann geschrieben hat. Selbst oder gerade beim Halleluja des Schlusses. Der Schluss ist ein ungehörtes Halleluja in einem Rhythmus eines Negertanzes. Das tanzen die Neger im Karneval. Und aus dem hat er ein christliches Halleluja gemacht. Ein mitreißendes, wie Sie ja sich vielleicht noch erinnern können vom letzten Jahr. Und wie Sie heute hoffentlich wieder erleben werden. Kurz und gut, es ist alles anders. Vergessen Sie einen Augenblick unsere Tradition, aus der ich natürlich auch komme, trotz der 30 Jahre Südamerika, die ich gelebt habe. Eine Tradition, die für Europa wundervoll ist, für Nordeuropa wundervoll ist, wo die Abende lang sind, die Tage kurz sind, wo es vielleicht schneit am 24. Dezember. Und wo die Lichtlein so schön brennen in die Stille eines heiligen Abends. Wir sind jetzt in einer anderen Welt, versetzen Sie sich 10.000 Kilometer über den Äquator hinüber auf die südliche Welthalbkugel. Ich erinnere mich heute noch an den Abend, an dem wir das Werk uraufführten, mit Radio und Fernsehen und den Palmen, die sich im Winter biegten und einer ungeheuren Stimmung unter den Menschen, unter den Zehntausenden, die da zusammengeströmt waren auf dem großen Platz und zum ersten Mal diese Melodien hörten. Es sind Volksmelodien. Erwarten Sie auch keine Polyphonie und keine Fugen und andere Dinge, die für uns Ihnen nicht zur Kunstmusik gehören. Es ist eine Volksweihnacht. Aber ganz bewusst habe ich die übertragen ins Deutsche und übertragen auf unser Milieu.
in eine andere Welt. Nicht in einen anderen Glauben oder in eine anders geartete Religiosität. In der ganz Ferne. Mit allen Ferne, die damals an dem Werk mitgearbeitet haben. Das ist tiefchristlich. Aber über das Tiefchristliche lässt sich ja streiten. Das ist ja nicht unbedingt das, was wir allein machen, sondern was alle Menschen, die guten Willens und Gläubigen auf der ganzen Welt machen können. Denn wir alle glauben auf den richtigen Weg dafür. Also genießen Sie dieses Werk. Es sind Melodien drin, die ich beinahe sagen würde, die könnten Sie beim zweiten Mal hören, schon mitsingen. Vielleicht tun wir das einmal und verteilen dann die Texte von ein paar dieser Lieder, singen das alle miteinander. Das wäre mein Wunsch. Heute habe ich hier 300 Mitwirkende und mit diesen 300 Freunden werden wir Ihnen dieses Werk zuhören. Danke.
wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum auch das Heilige, das von dir geboren wird, wird Gottes Sohn genannt werden. Heißt,
Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seiner vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Zum Zeichen,
Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegt. Thank you.
da die Engel von ihnen den Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen in Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Thank you.
zur Zeit des Königs Herodes. Siehe, da kamen die Weisen vom Morgenland gen Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind kommen, ihn anzubeten. Thank you.
Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen hin, bis dass er kam und stund oben über, da das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ein lichter Stern in
ihnen zu ihnen gesagt war. Ein Wohl.